Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Wiener Konzerthaus. Heute Abend beschäftigen wir uns mit dem Bauprojekt, das in unmittelbarer Nachbarschaft das Haus wohl auch mitprägen wird. Da wir hier Investitionen haben, wir reden von 30 Millionen Euro in den Eislaufverein, 5 Millionen in die Straßenverlegung und rund 2 Millionen in den Turnsaal. Das heißt, wir haben an die, je nachdem wie dann sozusagen die finale Planung ist, aber an die 40 Millionen Euro, die hier in den öffentlichen Nutzen, nämlich wir bauen de facto im öffentlichen Interesse. Für mich geht es hier überhaupt nicht um Modernisierung oder nicht. Für mich liegt ein Projekt vor, wo ein Investor ein Risiko eingegangen ist, das bis heute besteht. Grundsätzlich besteht überhaupt kein Rechtsanspruch auf so ein Projekt. Diesen Rechtsanspruch nicht gibt und dass hier ein Projekt vorliegt, das von Anfang an bis zum Ende und bis zur Frage dann noch, wenn es darum geht, ums Weltkulturerbe oder um die UNESCO-Frage, bleibt das ein Risiko, ausschließlich auf Seiten des Investors. Und ich finde es sehr wichtig und sehr relevant, dass sich die Zivilgesellschaft hier ja mit einem gesellschaftspolitischen Argument wehrt, dagegen zu sehen, ja, dass es hier nämlich nicht geht, es geht ja nicht um sozialen Wohnbau, es geht nicht um eine Bibliothek, es geht nicht um was Gott was, es geht hier um einen Luxuswohnungsturm. Dann frage ich einfach, wo war diese Zivilgesellschaft in den letzten 5 Jahren? Wir waren die ganze Zeit da. Die genannten Projekte betrifft, kann man natürlich schon sagen, sind sie durch die öffentliche Diskussion besser geworden. Also Wien-Mitte sicher nicht, Museumsquartier auch nicht. Und wenn wir jetzt noch weiter diskutieren, wird da auch nichts mehr rauskommen. Es sind durchgehend nur Geschmacksurteile. Eine Situation ist, es gab einen Architekturwettbewerb, in dem es gezielt versucht worden ist, Projekte zu vergleichen, Neubau und Projekte zu vergleichen, Erhaltung des Altbaus. Man hat sich dann entschieden für ein Projekt, das den Altbau erhält. Die jetzige Erkenntnis ist, dieser Altbau ist nicht erhaltenswert. Wir können besser agieren, wenn wir ein neues Projekt hinstellen. Das heißt, es ist eigentlich Tabula Rasa auf diesem Gelände. Man könnte jetzt ganz konsequent sagen, ich nehme den Zweitplatzierten, das war das Projekt, das auf den Neubau gesetzt hat. Wenn ich alles wegreiße, dann baue ich dieses Ding hin. Die Bilder zeigen, finde ich, ist insofern schwer zu entkräften. Wie sollen wir was glauben, wenn die eine Prämisse, mit der dieses Projekt gewonnen hat, nämlich dass das Hotel Intercontinent behalten wird, nun gefallen ist? Das heißt eigentlich für mich, dass es überhaupt, also dass das die Grundprämisse des Projektes wäre damit weg. Die Frage der Bewahrung der kulturellen Identität von Wien zum Beispiel oder von den Städten überhaupt beruht ja darauf, aus meiner Sicht, dass man an den Dingen weiterbaut, die es gibt, oder? Und das tönt jetzt vielleicht zynisch, wenn die UNESCO-Diskussion jetzt anläuft, aber ich bin tatsächlich ganz klar der Meinung, dass man Dinge wieder aufbauen kann. Es geht um die Verfügbarkeit von öffentlichem Raum, nicht um den Besitz von öffentlichem Raum. Denn selbst öffentlicher Raum im öffentlichen Besitz kann beschränkt benutzt werden. Also hier geht es um eine ganz andere Dimension. Und das ist ein wichtiger Gewinn für den öffentlichen Raum, was dort passiert. Der öffentliche Raum, der jetzt hier groß propagiert wird, de facto kein öffentlicher Raum in dem Sinn ist, dass er den öffentlichen Raum tatsächlich erweitert. Die Fläche ist jetzt benutzbar im Winter, die ist jetzt benutzbar im Sommer. Sie wird nachher rückgemietet werden. Es ist keine Verbesserung. Und da geht mir jetzt bei diesem Projekt auch wirklich sehr stark ab, dass der Stadtraum, der da die Umgebung bildet, nicht vorkommt. Hunderte von Menschen gibt, die dieses Projekt sehr, sehr gut finden, die sich sehr darauf freuen, dass es hier endlich aus diesem Unort ein Ort gestaltet wird, in dem sehr viel Liebe, Engagement, sie würden es PR-Maschinerie nennen, ich nenne es Liebe und Engagement und Leidenschaft geflossen sind in diesem 5-jährigen Planungsprozess. Ja, das ist eine größere Diskussion. Es geht nicht um Ihr Projekt, sondern es geht um was Größeres. Es geht um die Zukunft dieser Stadt.